So, und damit hallo und herzlich willkommen zum 40. und vorletzten Forzathon. Natürlich hier in Horizon 3. Und da gibt es drei Autos zu gewinnen. Das ist mal krass. Das heißt, es hat dieses Mal Showtime mit zwei VIP-exklusiven Herausforderungen. Nämlich haben wir wieder vier Sachen. Davon kann zwei davon jeder machen. Und die anderen beiden können nur VIP-Mitglieder absolvieren. Also ich bin VIP schon seit Beginn des Spiels, deswegen stört mich das nicht. Und dieser Forzathon geht auch dieses Mal von Dienstag bis Sonntag. Oder halt Dienstag 9 Uhr bis Montag 9 Uhr, aber ich würde halt sagen Dienstag bis Sonntag. Also fast eine ganze Woche, also genug Zeit für euch. Das Video wird wahrscheinlich am Mittwoch jetzt rauskommen. 18 Uhr. Zwar das erste wäre Hitzewelle. Gewinnen Sie ein Rennen in einem Supersportwagen, um den Mercedes A45 AMG zu erhalten. Geile Karre auf jeden Fall. Dann Rennsportadel. Auch hier das erste VIP-exklusiv. Gewinnen Sie ein Rennen in einem VIP-Wagen, um den Porsche 914-6 zu erhalten. Noch ein Auto, auch ein schöner Porsche. Das sieht richtig geil aus. Dann diesmal kein Auto, Kopf an Kopf. Schließen Sie 5 Kopf-an-Kopf-Rennen ab, um 35.000 Credits zu erhalten. Ja, geht auch schnell. Und noch zuletzt Samtfessel, VIP-exklusiv wieder mal. Schließen Sie eine Koop-Veranstaltung in einem VIP-Auto ab, um den Porsche 928 GTS zu erhalten. Also auch bei den VIP-Sachen gibt es zwei Porsches. Für den anderen heute leider kein Porsche, nur eine A-Klasse und Geld. Also auch nicht schlecht. Wir fangen mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen an. Zwar, wir brauchen auch heute VIP-Autos, dachte ich mir. Wir haben fünf VIP-Autos und fünf Kopf-an-Kopf-Rennen. Was liegt denn da wohl nahe? Richtig, dass ich in jedem Kopf-an-Kopf-Rennen ein anderes VIP-Auto fahre. Das mache ich auch. Wir fangen an jetzt mit diesem Ford Falcon. Oh Gott, der Dude ist drin. Okay, das ist ein CTSV. Ja, nice. Alter, wo geht das denn hin? Oh. Okay, ich glaube, abkürzen bringt hier nicht. Wow. Nicht so viel. Komm, Grip. Die Offroad ist ja nicht so gut, der Wagen. Hätte man sich auch eventuell denken können. Alter. Wheelspin. Oh Gott. Warte, das kriegen wir hin. Also fast ohne Unfall. Ah. Das muss ausschalten und wo ist die KI überhaupt? Lol. Okay, aber das bin ich glaube ich trotzdem. Ich bin einfach ganz Skelling, ne? Komm, gib Gummi. Naja, das geht nicht. Oh, jojojo. Easy, kein Problem, ne? No challenge for me. Darf aber auch nicht knete, ey. Über 50.000, das gefällt mir natürlich. Jetzt mal nie genug haben. Hier auch nicht. Was haben wir denn da? Schönes. Oh, sieht aber süß aus. Ein alter CTSV wieder. Ja, schaffen wir easy. Jetzt ist der auf 12 CDF dran. Das ist ein Let's Play. Ich glaube, in Folge 120 war er da dran. Das ist auch schon so ein bisschen her. Da ist halt. Oh, er marschiert. Hallo. Wieso da? War schön mit dir. Locker gewinnen. Ich würde keine Sorgen machen. Keine Luftanlage hier. Offroad. It was the normal. Fabian's killing you. He fucked up. Nein, das passt schon. Ich bin nur so ein halbes geradeaus und dann haben wir schon eine schöne Kurve. Es geht auf der Ferrari hin. Ja, eine wunderbare Drehung. Achso, da war der schon. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Das weiß ich auch gewinnen, das Rennen. Hallo? Was soll denn das hier, Ferrari? Ist ja offensichtlich wunderbar mit dem Teil. Sieht richtig super. Ist auch perfekt dafür geeignet. So. Zack. Kohle her, Geld her. Ja, Kohle und Geld her. Ist das nicht das gleiche, Fabian? Hello, my friend.
Ich werde dich aufessen. Dem SV. Funke ich zumindest sehr stark aus. Schon wieder auf Rot. Das kann doch nicht wahr sein. Aber immerhin Allrad. Hilft ja auch schon mal ein bisschen. Gott. Das arme Auto. Die mir antue. Die antun muss. Oh Gott. Naja, das gewinne ich. Yes, bitch. Ja, hier alles kaputt von alle Bäume, Zäune umfahren, so muss das. Ob ich jetzt ein Wheelspin? Komm bitte, warte. So, okay, Belohnung. Ich hab 2800 und jawohl, Wheelspin. 628. 85 SL. Ja, Avatar, wunderbar. Das war sehr vergrocht, den habe ich aber schon. So, werde ich den. Oh, verkaufen. So einiges wert. Hat sich doch mal gelohnt. So, komm, leicht. Ein schöner XKRS GT. Geiles Teil. So. Gott, ey. Ja, man merkt, der Regierer, der hat ein bisschen viel Leistung. Weg da. Ein Notfall. Oh, ich wollte jetzt geradeaus weiterfahren. Oh nee, Forza will wieder in die Kurven fahren. Eingang, ne? Das ist irgendwie total komisch. Das war nicht schaltet. Das ist richtig ungewohnt. Plötzlich ist der Wagen auch noch übertrieben schnell. Dann wäre es eigentlich genauso wie vorher jetzt. So. Passt schon. Wieder ein bisschen Geld. Okay. Mein Auto fährt gerade ziemlich komisch. Nur PP-Fähigkeiten. Ja, woran das für Licht? Was ist denn das da? Ist ein Martin Vantage S? Ach, ein GT12 sogar. Durch Ultima. Der ist ja wirklich schnell, keine Frage. Hat aber ziemlich viel Wheelspin und halt, naja. Außentechnisch ist er auch nicht so der schönste, ne? Also Preise gewinnt er dafür definitiv nicht, für das Aussehen. Geht für mich so in die Richtung Fiat Multipla. Obwohl, der ist noch ein bisschen sicher, der Multipla. Oh, Offroad. Ich fand fucking Ultima 1020. Ja. Was man sieht, wundervoll klappt. Absolut furchtbar. Ja, dieser Wagen, das ist über 1000 PS, unter 1000 Kilo Gewicht. Offroad, Heckantrieb, das ist nicht gut. Ist doch zum Glück schon vorbei. Furchtbar, ey. Aber dafür auch den Erfolg jetzt freigeschaltet. Den ersten von 4. Für ein bisschen Geld. Mal wieder hat der Forzaton einen Übersetzungsfehler. Man soll eigentlich laut Forza jetzt in einem Supersportwagen ein Rennen gewinnen, aber es sind Super Hot Hatch. Ist wieder ein Fehler. Und um die Achse zu gewinnen, fahre ich auch in der A-Klasse. Aber allerdings ein wenig getuned von mir. Ist halt geil, ne? Popcorn. Ah, nee. Fokus weg da. Oh, komm rum. Das Sound beim Schalten, ne? Der ist einfach so, so geil. Oh, nicht so weit rauskommen. Hallo Wand. Rum. Hallo. So, jetzt schon Dritter. Also der Platz ist auch nicht mehr weit. Da ist ein Cockpit.
Im wunderschönen Regen, ne? Da kann man auch nicht nein sagen. Der klingt aber von außen besser. Das von innen, finde ich. Ist jetzt nicht so unbedingt. Übertrieben geil. Ist schon geil, vor allem für einen Vierzylinder. Aber könnte auch von innen noch ein bisschen besser sein. Von außen ist halt. Das ist schon richtig gut. Boah, Regenbremsen ist nicht so schön. Das war relativ instabil. Ja, erster, ne? Schon in der zweiten Runde. Ich bin halt einfach krass. Kein Spaß. So. Ja, ist auch ein bisschen hier, ne? Ich provoziere es einfach ein bisschen. Die Kurve hasse ich. Wieder ganz gut genommen eigentlich. Eigentlich ist die Kurve hier noch viel schlimmer. Du musst nämlich nicht gegen die Wand knallen. Was ja wunderbar gelungen ist. Du musst nicht so früh bremsen. Was hier nicht gelungen ist. Bremst verliert. Im Rennen zumindest. Bei den Zaun wieder nicht mitgenommen. Hallo, warte. Oder war nicht so gut. Wieder schlechter. Aber gewonnen ist gewonnen. Der Herr mit der Kohle. Brauchst dich mit Arm. Zack. Erfolg. Diese Welle. Ja, super Sportwagen, ne? Ah, ist fast ein super Sportwagen, ne? Fehlt nicht mehr viel. Ein Rennen mit einem VIP-Wagen gewinnen. Easy. Take it easy. Dieser kleine Targa hier, der Porsche 914-6, entstand in einer Kooperation. 3, 2, 1. Dieser kleine süße Targa hier, der Porsche 914-6, entstand in einer Kooperation zwischen Volkswagen und Porsche. Kann man es auch hinten am Heck sehen? Hoffe ich zumindest, dass es vorher umgesetzt hat. Haben sie es? Haben sie nicht wirklich. Wenn ich steht hinten, glaube ich, Volkswagen, Porsche sogar oder halt ein VW-Zeichen dahinter Porsche. Es hat ein flaches, kleines Auto. So hat das Ding einen Mittelmotor. Ja, da noch ist ein Motor. Sieht man ihn? Da, so ein bisschen, ja. Mit ganzen so um die 120 PS in der Version hier. Und die Strich-6 steht auch dafür, dass es die Version mit den 6 Zylindern ist. Natürlich ein 6 Zylinder Boxermotor, ist klar. 2 Liter Hubraum. Und? Ja, da geht schon ab, ne? Für die Leistung. Der Sound, ne? Der ist einfach einmalig. Das ist aber ein kleiner Motor, ne? Ich meine, 6 Zylinder auf nur 2 Liter. Das ist nichts. Aber das Sound ist geil. Ich meine, das ist halt ein Auto aus den 70ern. Kann man jetzt eben, glaube ich, nicht so viel erwarten. Aber ist halt auch ein Sportwagen, ne? Der braucht auch nicht viel. Der muss halt schnell sein. Der war nämlich doch gerade mal knapp unter einer Tonne. Ist ja auch nicht viel. Also das ist schon ordentlich was möglich, denke ich mal. Vom Fahren. Finde ich, ist ein sehr komischer Porsche, weil halt auch hinten so lang ist. Ich meine, die Motorhaube ist, oder vorne die Motorhaube, würde ich mal sagen, ist das Motor drin, aber trotzdem sagen Motorhaube, ist ja fast so lang oder vielleicht sogar ein bisschen länger als das Heck. Das ist komisch. Eigentlich ist das Heck immer, in den meisten Autos relativ kurz, wenn es eine Motorhaube. Aber hier, mega, mega langes Heck. Ich meine, das ist ja auch noch ein Motor, ne, der Platz finden muss. Ein kleiner, süßer.
finde den Wagen wirklich süß, muss ich sagen. Ist nicht mein Lieblingsbursche, klar. Halt 911er, ja, schon geiler. Oder 918 oder Panamera oder sowas. Aber trotzdem, sehr schönes Auto, finde ich. Warte mal, was braucht er so auf 100? Wir testen mal vielleicht das kurz. So, gucke ich. Ich denke mal so 9 Sekunden vielleicht. Das ist ja echt schnell. 8,7. Für so wenig Leistung? Von Top Speed auch fast 200. Das ist voll viel. Na, wir geben mal Vollgas am ersten. Fast kein Wheelspin. Der Sound, der ist halt. Das hört sich, finde ich, auch so ein bisschen an wie so ein Porsche, so ein alter Carrera oder so. Also man hört so einen Porsche-Sound einfach raus vom Boxermotor. Das hört man auf jeden Fall. Auch wenn es so ein sehr kleiner Boxermotor ist. Aber man hört das auf jeden Fall raus, dass es ein Porsche ist. Und der Sound, der ist einfach. Der ist bei Porsche, das ist einfach so. Das hat eigentlich jeder Boxermotor bei Porsche. Nee, aber echt ein schönes Auto.